Alarmsignal für die kenianischen Behörden. Auf die rund 50 Millionen Einwohner des Landes kommen gerade einmal 900 Feuerwehrleute. Vor ein paar Jahren waren die Fenster der Feuerwehrfahrzeuge vergittert, denn wenn Feuerwehrleute wie so oft zu spät kamen, waren die Leute wütend und warfen Steine auf die Fahrzeuge. Heutzutage haben Feuerwehrautos keine Gitter mehr und Feuerwehrleute gelten als lokale Helden. Dank der finanziellen Unterstützung des polnischen Außenministeriums haben die Ausbilder des polnischen Zentrums für internationale Hilfe bereits 40% der kenianischen Feuerwehrleute ausgebildet. Wir konzentrieren uns auf die Grundlagen der Brandbekämpfung. Das ist das Fundament eines jeden Feuerwehrangestellten. Basierend auf diesen Fähigkeiten können fortgeschrittene Rettungstechniken aufgebaut werden. Aber ohne diese Kenntnisse kann es keine gute Brandbekämpfung geben. Interessanterweise entscheiden sich in Kenia jedes Jahr mehr und mehr Frauen dafür, Feuerwehrfrau zu werden. Für Sipora ist es die erste Ausbildung ihres Lebens. Feuerwehrfrau ist ein guter Job, wenn er von Herzen kommt. Man braucht Leidenschaft. Ich helfe gerne anderen. Für kenianische Frauen ist es eine große Herausforderung, Feuerwehrfrau zu werden, nicht nur körperlich. Ich lasse meinen Mann zu Hause zurück, der sehr verständnisvoll und hilfsbereit ist. Meine Kinder sind immer bereit, mich zu unterstützen. Die Akzeptanz dieser Arbeit zu Hause erlaubt es einigen kenianischen Feuerwehrfrauen, die Karriereleiter hinaufzuklettern. Heute bildet Winfried Kollegen aus. Weil sie Leidenschaft haben und ihre Arbeit lieben und dafür sorgen wollen, dass ihre Gemeinden sicher sind, opfern sie sich auf. Was ein Mann kann, kann eine Frau besser. Der kenianische Feuerwehrangestellte verdient nur knapp mehr als 170 Euro im Monat. Aber Leidenschaft macht den Job. Frauen sind mehr und mehr bereit, Feuerwehrleute zu werden, für sich selbst und die lokalen Gemeinschaften.